Heute schläft Gans Birkenlund etwas länger als sonst, denn es ist Sonntag und ein dunkler Wintermorgen. Wer möchte da nicht schlafen? Aber gerade jetzt wachen alle der Reihe nach auf. Gosan und Sasso in der Küche, Alva in der Mädchenkammer, Mama und Papa in ihrem Schlafzimmer und Lisabeth in ihrem Zimmer. Ja, natürlich ist es auch Maditas Zimmer. Aber Madita schläft noch und will nicht aufwachen. Lisabeth weiß, wie sie Leben in Madita kriegt. Sie lässt das Rollo mit einem Knall hochsausen und in der nächsten Sekunde schreit sie: Guck mal, Madita, es schneit! Da springt Madita schnell aus dem Bett. Der erste Schnee ist etwas Besonderes und Wunderbares. Ich mag diesen lieber als den anderen blöden Schnee, sagt Madita. So ungerecht ist Lisabeth nicht. Ich mag aber allen Schnee auf der ganzen Welt, behauptet sie. Darüber lacht Madita. Was willst du denn mit all dem Schnee auf der ganzen Welt? Ich finde, unser Schnee hier reicht schon. Ja, und ob der reicht. Und jetzt fällt er dicht über ganz Birkenlund. Die Birken rund ums Haus werden so weiß und schön, und Madita und Lisabeth werden so ausgelassen und wild. Den ganzen Tag lang haben sie Spaß in ihrem Schnee. Sie rollen sich darin herum, sie bauen einen Schneemann und eine Schneelaterne und dann rollen sie sich wieder im Schnee. Das macht Sasso auch. Er bellt und freut sich. Gosan guckt durchs Küchenfenster und glaubt, dass Sasso verrückt geworden ist. Gosan macht sich nichts aus Schnee. Aber Papa! Plötzlich kommt er herausgestürzt und will mitmachen. Jetzt zeige ich euch mal, dass ich die Nase vom Schneemann mit diesem Schneeball hier treffen kann, sagt er. Und das kann er tatsächlich. Aber jetzt zeige ich dir, dass ich deine Nase mit diesem Schneeball treffen kann, sagt Madita. Und dann gibt es eine Schneeballschlacht. Papa kämpft so wild, dass er schließlich in eine Schneewehe fällt. Da muss er laut lachen und will nicht weitermachen. Am Küchenfenster steht Mama und guckt zu. Sie glaubt, dass Papa verrückt geworden ist. Sie macht sich auch nichts aus Schnee, genau wie Gosan. Am nächsten Tag hat Madita Fieber und muss im Bett bleiben. So ein Pech, denn heute wollte sie ja zuerst mit Alva und Lisabeth Weihnachtsgeschenke einkaufen und dann mit Mama Pfefferkuchen backen. Aber ich kenne jemanden, der kein Fieber hat, sagt Lisabeth. Und es ist ganz gut, dass ich allein bin mit Alva, wenn ich Weihnachtsgeschenke einkaufe. Da wird Madita böse. Dummes Ding, sagt sie. Das findet Lisabeth ungerecht. Ich will ja ein Weihnachtsgeschenk für dich kaufen. Aber jetzt tue ich das vielleicht nicht, wenn du so böse bist, du dummes Ding. Alva muss kommen und Madita trösten. Du und ich kaufen an einem anderen Tag Weihnachtsgeschenke, ganz allein. Mama kommt auch und tröstet Madita. Ein paar Pfefferkuchen kannst du trotzdem backen. Du darfst nur nicht in der Stadt rumlaufen und frieren, das verstehst du doch. Nee, du musst auf dich aufpassen, sagt Lisabeth. Sie geht ans Bett und will Madita tüchtig zudecken. Aber Madita will nicht zugedeckt werden. Nicht von jemand, der kein Fieber hat und der jetzt mit Alva Weihnachtsgeschenke einkaufen gehen darf. Heute ist es ganz herrlich in der Stadt, wie hübsch es in allen Schaufenstern aussieht. Alva und Lisabeth gehen durch die Straßen und gucken sich alles genau an. Mit dir ist es schön, Alva, findet Lisabeth. Nie sagst du, jetzt müssen wir uns beeilen. Nein, aber jetzt müssen wir uns beeilen, sagt Alva da. Wir wollen doch zum Spielzeugladen. Das findet Lisabeth auch, denn dort will sie ja für Madita ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Und das dauert lange. Am liebsten würde Lisabeth alles kaufen, was es in den Regalen gibt, aber vielleicht nicht gerade für Madita. Den da möchte ich am liebsten selber haben. Lisabeth zeigt auf einen Puppenjungen in Matrosenkleidern. Oh, der ist so süß, dass man eine Gänsehaut kriegen könnte, behauptet sie.
aber jetzt solltest du etwas für Madita kaufen, damit sie am Weihnachtsabend auch etwas hat zum Gänsehautkriegen, meint Alva. Lisabeth kauft ein Puzzle für Madita. Auf dem Deckel ist ein Kätzchen abgebildet, das eine Menge Milch verschüttet hat. Oh, wie süß das Kätzchen ist, findet Lisabeth. Und mit einem Puzzle kann sich Madita ja gut beschäftigen, falls sie unbedingt noch länger Fieber haben will. Alva steckt das Paket in die Tasche. Darüber wird sich Madita aber freuen. Ja, und sonst behalte ich es eben selber, sagt Lisabeth. Da lacht Alva. Du bist mir eine. Aber jetzt musst du einen Augenblick draußen warten. Ich will auch noch ein paar Sachen kaufen. Was für Sachen denn? Fragt Lisabeth. Das ist ein Geheimnis, sagt Alva. Raus mit dir und versprich mir, dass du nicht weggehst. Das verspricht Lisabeth. Geduldig wartet sie draußen. Sie versucht nur, ein bisschen durchs Fenster zu gucken, um zu sehen, ob Alva wohl in der Nähe von diesem Puppenjungen steht. Heute sind viele Pferdeschlitten in der Stadt. Die Bauern haben ihre Schlitten mit Weihnachtsbäumen und Birkenholz, mit Kartoffeln und Äpfeln beladen, mit all dem, was die Leute in der Stadt zu Weihnachten brauchen. Gerade da kommt ein Schlitten vom Marktplatz her angefahren und Lisabeth reißt die Augen auf. Guck mal, hinten auf den Kufen steht ja Svenssons kleiner Gustav und fährt heimlich mit. Lisabeth kennt ihn gut. Er wohnt nicht weit von Birkenlund. Das wagst du nicht, ruft er Lisabeth zu, als er vorbeifährt. Aber Lisabeth schreit zurück. Und ob ich das wage? Nie, schreit Gustav. Du bist ja nur ein kleines Mädchen. Lisabeth schnaubt. Immerhin ist sie größer als Svenssons kleiner Gustav. Aber jetzt ist der Schlitten mit Gustav schon weit weg. Da kommt ein anderer Schlitten und der hält genau vor dem Spielzeugladen. Der Mann, der den Schlitten fährt, steigt aus, weil er einen Sack Holz im Haus gegenüber abliefern will. Eine Frau steckt den Kopf zum Fenster raus und ruft, »Aha, da kommen Sie ja endlich, Andersson!« Sobald Andersson mit dem Sack im Haus verschwunden ist, probiert Lisabeth, wie es ist, wenn man hinten auf den Schlittenkufen steht. »Das fühlt sich überhaupt nicht gefährlich an. Gustav hätte also gar nicht so anzugeben brauchen. Was Alva nur so lange macht. Ob sie den ganzen Spielzeugladen leer kaufen will?« Lisabeth guckt wieder durchs Fenster, um zu sehen, ob Alva in der Nähe von dem Puppenjungen steht. Da kommt Andersson zurück. Er streichelt sein Pferd. »Ja, meine Alte, nun geht's heim nach Fallebo.« Dann fährt er los. Gerade als sich der Schlitten in Bewegung setzt, macht Lisabeth einen Satz und steht auf den Kufen, genau wie Gustav. Nur Andersson weiß das nicht. Er hat ja hinten im Kopf keine Augen. »Ui, das geht ja ganz schön schnell«, denkt Lisabeth. »Aber wenn er das nächste Mal anhält, springe ich ab.« Der Schlitten saust nur so dahin. Lisabeth fährt mit Schlittengeläut durch die Stadt. Und das findet sie herrlich. Schade, dass Svenssons kleiner Gustav sie jetzt nicht sehen kann. Aber es wäre gut, wenn Andersson nun bald anhielte, bevor Alva mit Einkaufen fertig ist. Oh weh, was soll sonst werden? Nein, Andersson hält nicht an. Er hat es eilig, nach Hause zu kommen. Und nach Fallebo ist es noch weit. Na, meine Alte, beeil dich ein bisschen, sagt er und schwingt die Peitsche. Und die alte Stute beeilt sich kolossal, denn sie will ja auch nach Hause. Doch da ist noch jemand, der sich ganz kolossal nach Hause sehnt, und das ist Lisabeth. Sie möchte Andersson rufen und ihn dazu bringen, anzuhalten. Aber sie wagt es nicht, und er fährt nur und fährt. Bald sind sie weit draußen vor der Stadt. Hilfe, wie wird das bloß ausgehen? Jetzt hat Lisabeth Angst. Sie kommen an mehreren Höfen vorbei und jedes Mal hofft sie, dass es Fallebo ist. Aber es ist nie Fallebo und Andersson fährt und fährt weiter.
Nun fahren sie durch den Wald. Man sieht nur verschneite Tannen und sonst nichts. Doch Andersons Rücken sieht man auch noch. Alles ist so furchtbar. Oh, wie bereut Lisabeth es, dass sie auf den schrecklichen Schlitten gesprungen ist, der überhaupt nicht anhalten will. Nicht einmal als Anderson aus der Flasche trinkt, die er bei sich hat. Nun fängt er auch noch an zu singen. Jetzt alte Lauf, wie toll, jetzt hoffe ich mich voll. Er singt auch anderes, was noch schlimmer ist. Aber da hält Lisabeth es nicht mehr aus. Halt an, schreit sie, ich will absteigen. Anderson dreht sich um und sieht sie. Und endlich bleibt der Schlitten stehen. Aber Anderson ist böse. Bist du aus der Stadt mitgefahren? Ja, sagt Lisabeth und weint. Und jetzt will ich nach Hause. Dann mach, dass du wegkommst, sagt Anderson. Lisabeth weint noch mehr. Ja, aber du musst mich zurückfahren. Tja, das könnte dir so passen. Niemand hat dich gebeten, auf meinen Schlitten zu steigen. Da ist der Weg. Geh nur zu. Und dann fährt Anderson weiter. Und da steht Lisabeth. Sie hört, wie er sein schreckliches Lied wieder anstimmt. Aber bald ist nichts mehr zu hören. Kein Lied und kein Schlittengeläut. Nur der Wald rauscht ein bisschen. Jetzt muss ich wohl sterben, denkt Lisabeth. Allein auf einem verschneiten Weg mitten im Wald und so weit weg von zu Hause. Ja, ich muss wohl sterben, denkt sie. Aber da legt sie los und läuft. Läuft und läuft, so schnell sie kann. Doch man kann nicht so gut laufen, wenn man gleichzeitig weint. Schließlich muss sie stehen bleiben. Und da steht sie im Schnee und weint und ruft, Mama, Mama, komm her! Aber Mama kann nicht kommen. Sie will gerade anfangen, Pfefferkuchen zu backen, zu Hause auf Birkenlund. Ich verstehe gar nicht, wo sie so lang bleiben, sagt sie zu Madita. Wir können nicht mehr warten. Jetzt müssen wir mit dem Backen anfangen. Ja, die geben wohl nicht eher auf, bis sie die ganze Stadt leer gekauft haben, meint Madita. Krank fühlt sie sich nicht mehr, und jetzt wird gebacken. Mama hat zwei Klumpen Pfefferkuchenteig vorbereitet, einen für Madita und einen für Lisabeth. Madita backt viele Reihen Herzen und Weihnachtssterne und Schweinchen. Doch ohne Lisabeth macht es nicht so viel Spaß wie sonst, Pfefferkuchen zu backen. Und Madita sehnt sich nur danach, dass Lisabeth zur Tür hereingestürzt kommt und ruft, »Habt ihr schon angefangen?« Herein kommt aber nur Alva, allein. Arme Alva, wie hat sie nach Lisabeth gesucht? »Ist Lisabeth schon da?« fragt sie besorgt. Und als sie hört, dass Lisabeth noch nicht da ist, weint sie, dass die Tränen nur so fließen. »Sie hatte doch versprochen, nicht wegzugehen!« Mama wird ganz blass, als sie alles erfährt. »Wo in aller Welt mag das Kind nur stecken?« Sie ruft Papa in seinem Büro an. »Was sollen wir bloß tun? Du musst in die Stadt und sie suchen.« »Das habe ich schon getan«, sagt Alva, die zwischen den Backblechen sitzt und weint. Inzwischen kämpft sich Lisabeth durch die Schneewehen heimwärts. Aber jetzt kann sie bald nicht mehr. Dieser Weg nimmt ja überhaupt kein Ende. Und warum muss es so furchtbar schrecklich stark schneien? Lisabeth ist so böse auf den Schnee, dass sie darauf spucken möchte. Und dabei ist sie es, die gesagt hat, sie mag allen Schnee auf der ganzen Welt. »Diesen scheußlichen Schnee hier jedenfalls nicht. Und auch keinen anderen Schnee. Nee, wirklich nicht.« Sie ist böse, und da kann sie sogar leichter im Schnee vorwärts kommen. Aber bald ist sie wieder nur noch traurig. Traurig und müde und hungrig und alleingelassen, und Pippi muss sie auch. »Warum ist alles so furchtbar?« »Mama,
ruft sie. Mama, komm doch! In diesem Augenblick sieht sie ein Stück abseits vom Weg ein Häuschen im Wald. Da muss es doch einen lieben Menschen geben, der ihr helfen kann. Jetzt hat sie es eilig und schluchzend stapft sie durch den Schnee bis zum Häuschen und klopft an die Tür. Klopft und klopft und weint und klopft wieder. Aber niemand öffnet. Niemand ist zu Hause. Da muss sie so schluchzen, dass es sie schüttelt. Arme Elisabeth, wenn Mama sie jetzt hören könnte, würde sie bestimmt mit ihr weinen. Aber es ist ja noch ein kleiner Stall neben dem Häuschen. Vielleicht ist dort jemand. Elisabeth klopft an die Stalltür. Von drinnen kommt ein Muhn. Vielleicht sind nur wütende Stiere in diesem Stall. Sie will aber unbedingt hinein. Da ist es ein bisschen warm. Sie fasst die Türe an. Sie ist nicht verschlossen. Was für ein Glück. Aber wagt sie sich hinein? Ja, sie wagt es. In einer Box steht eine einsame Kuh. Als Elisabeth angestapft kommt, muht sie noch einmal. Dann ist sie still und sieht Elisabeth mit lieben Kuhaugen an. Elisabeth streichelt sie vorsichtig. Nur eine Kuh, aber jetzt ist sie wenigstens nicht mehr ganz allein auf der Welt. Irgendjemand muss ich ja haben, erklärt sie der Kuh. Es ist schön in diesem Stall. Und nachdem sie in der Mistrinne Pipi gemacht hat, fühlt sie sich wenigstens etwas erleichtert. In einer leeren Box liegt Stroh, und dort legt sie sich hin und schläft eine Weile. Doch bald wacht sie auf und friert. Sie streichelt die Kuh und wärmt sich ein bisschen an ihr. Dann geht sie wieder hinaus in den Schnee. »Ich muss ja nach Hause, sonst sterbe ich noch. Blöder Andersson!« Und Elisabeth müht und kämpft sich weinend durch den Schnee, ein Stück nach dem anderen. Doch zu guter Letzt ist sie so müde, dass sie am Wegrand hinfällt. Und da sagt sie ganz entschieden, »Jetzt stehe ich nie mehr auf!« Aber es ist gefährlich, im Schnee zu liegen, das weiß sie. Wenn man sich nicht in den Schnee eingräbt, erfriert man. Sie häufelt sich ein bisschen Schnee auf den Bauch, obwohl das auch nicht viel hilft. »Wenn es so weiter schneit, bin ich sowieso bald eingegraben«, denkt sie. »Blöder Andersson!« Plötzlich hört sie jemanden singen und Schlittengeläut, das näher kommt. »Was ist das? Kommt Andersson etwa zurück?« Nein, es ist nicht Andersson. Es sind Herr und Frau Hansson aus Kullebo, die angefahren kommen. Doch das weiß Elisabeth nicht. Sie springt auf und schreit, so laut sie kann. Darf ich mitfahren? Liebes Kind, sagt Frau Hansson, als Elisabeth, die wie ein kleiner Schneemann aussieht, am Wegrand entdeckt. Was machst du denn allein hier draußen im Wald? Aber da schluchzt Elisabeth so heftig, dass sie nicht antworten kann. Herr Hansson steigt aus dem Schlitten und klopft ihr den Schnee ab. Er hebt sie hoch und setzt sie seiner Frau auf den Schoß. »So, so, nun ist ja alles gut«, sagt Frau Hansson. »Und gewiss ist es gut, denn Frau Hansson deckt sie mit ihrem warmen Schal zu« und steckt ihre Füße unter die Pelzdecke, die über ihren Beinen liegt, und nimmt ihr die nassen Handschuhe ab und wärmt ihre Hände in ihren eigenen und hält sie ganz fest in ihren Armen. Gewiss ist es gut, gewiss ist es wunderbar. Trotzdem weint Elisabeth noch eine Weile weiter, weil sie gerade dabei ist. Schließlich hat sie zu Ende geschnauft. Und nun erzählt sie, wie sie heißt und wo sie wohnt und warum sie so weit weg ist von zu Hause. »O, du armes Kleines«, sagt Frau Hansson immer wieder, und Herr Hansson treibt sein Pferd an.
Wein nicht mehr, wir fahren dich heim zu Mama. Herr und Frau Hansson fangen wieder an zu singen, wie sie es immer tun, wenn sie unterwegs sind. Nur ein Tag, ein Augenblick zugleich, o welch Trost, was auch geschehen mag. Alles ruht in unseres Vaters Händen, ich, sein Kind, brauch keine Angst zu haben. Lisabeth seufzt. Es ist so schön, in einem Schlitten sitzen und es warm haben und dahingleiten, während es im Wald dunkler und dunkler wird, und das Lied hören und das Schlittengeläut und sonst nichts. Bald schläft sie ein. Sie schläft, bis der Schlitten vor dem Tor von Birkenlund hält. Da drinnen in der Küche sitzt Madita allein mit Gosan und Sasso und wartet und wartet. Mama und Alva und Papa und viele andere Menschen sind draußen und suchen nach Lisabeth. Es ist schon ganz dunkel geworden und Madita bekommt immer mehr Angst. Wenn sie Lisabeth nun nicht finden, wenn Lisabeth nie mehr zurückkommt, was soll dann werden? Ja, dann muss ich ihre Pfefferkuchen wohl auch backen, denkt Madita. Aber sie weiß, es wird kein besonders lustiges Pfefferkuchen backen. Madita weint. Oh, sie hat ja solche Sehnsucht nach Lisabeth. Lisabeth, wo bist du? Ruft sie, als ob Lisabeth sie hören könnte. Und gerade da geht die Tür auf und herein kommt Lisabeth. Hier bin ich, sagt sie und lacht. Da läuft Madita auf sie zu und schlingt ihre Arme um sie, und sie umarmen sich beide lang und fest. Schließlich sagt Lisabeth, ich will was zu essen haben. Du kannst Butterbrote haben. Madita zeigt auf den Küchentisch. Da stehen Brot und Butter, Milch und Käse und kalte Fleischklößchen. Und Madita streicht Butterbrote, eins nach dem andern. Lisabeth kann gar nicht genug kriegen. Sie isst in einem fort und kann kaum antworten, als Madita sie fragt, wo bist du den ganzen Tag gewesen? Ich bin mit einem Mistkerl gefahren, der hieß Andersson, sagt Lisabeth den Mund voll Butterbrot. Madita versteht trotzdem sofort, was es bedeutet. Ich bin mit einem Mistkerl gefahren, der hieß Andersson. Und während Lisabeth kaut und isst, erzählt sie alles. All das Schreckliche, was sie heute erlebt hat. Vorwurfsvoll sieht Madita sie an. Du hattest Alva doch versprochen, nicht wegzugehen. Bin ich ja auch nicht, sagt Lisabeth, nachdem sie ein bisschen nachgedacht hat. Ich bin gefahren. Da läuft Madita wieder zu ihr und umarmt sie. Du bist ein schlimmes Kind, aber ich hab dich trotzdem lieb. Lisabeth darf auch Maditas Pfefferkuchen probieren. Morgen wird sie ihre eigenen backen. Aber jetzt ist sie nur noch müde und gähnt. Ich weiß, was wir machen, sagt Madita. Wir gehen beide ins Bett. Wenn Mama und Papa dann nach Hause kommen, liegen da zwei Kinder und nicht nur eins. Stell dir vor, wie sie sich freuen werden. Lisabeth nickt. Das stimmt. Es ist schon ein großer Unterschied, ob zwei Kinder da sind oder nur eins. Jetzt müssen sie sich beeilen. Sie wollen ja im Bett liegen, bevor Mama und Papa nach Hause kommen und ihnen die Überraschung verderben könnten. Darf ich in dein Bett und in deinem Arm liegen? Fragt Lisabeth. Ja, komm nur her. Madita will nichts lieber. Weißt du nämlich was? Wenn Mama und Papa wieder da sind und mir gute Nacht sagen wollen, sehen sie dein leeres Bett und dann weinen sie. Als sie sich vorstellen, wie Mama und Papa ganz unnötig weinen, kichern sie begeistert. Und dann? Hui, steckst du deinen Kopf unter meiner Decke hervor und sagst, warum weint ihr denn? Dann werden sie lachen. Lisabeth kichert wieder. Das wird bestimmt ein Spaß.
Dann singt sie das Lied, das sie gerade gelernt hat. Nur ein Tag, ein Augenblick zugleich. Oh, welch ein Trost, was auch geschehen mag. Alles ruht in unseres Vaters Händen. Ich, sein Kind, brauch keine Angst zu haben. Wo hast du das denn her? Fragt Madita. Und Lisabeth erzählt es ihr. Aber Anderson, dieser Mistkerl, hat auch eins gesungen. Sing es mal, sagt Madita. Lisabeth schüttelt den Kopf. Nein, das ist keins für Kinder. Aber Madita will es unbedingt hören. Ach, sing es doch. Aber nur unter der Decke, sagt Lisabeth. Und sie kriechen unter die Decke und Lisabeth singt ganz, ganz leise. Denn sie sind ja schließlich Kinder und sollten so was Scheußliches nicht hören. Verdammt nochmal, schön ist das Leben, wenn man ne Buttel Schnaps kann heben. Plötzlich hört sie auf zu singen. Nein, das ist nichts für Kinder, das hörst du ja. Nee, pfui, wie scheußlich, sagt Madita. Sing es trotzdem nochmal. Das will Lisabeth aber nicht. Stattdessen legt sie los mit Nur ein Tag, ein Augenblick zugleich. Da fällt Madita plötzlich etwas ein. Stell dir vor, wenn ich dich nun angesteckt habe und du kriegst auch Fieber. Das würde mir nichts ausmachen, sagt Lisabeth, denn morgen gehe ich sowieso nicht nach draußen. Sie denkt ein wenig nach. Ich gehe vor Weihnachten gar nicht mehr raus und vielleicht nie mehr. Madita ist sehr erstaunt. Warum denn nicht? Ich bin so lange draußen gewesen, dass es reicht, sagt Lisabeth. Gleich darauf kommen Mama, Papa und Alva nach Hause. Sie sind so verzweifelt, dass sie nicht einmal weinen können. Aber Mama und Papa gehen nach oben ins Kinderzimmer, um Madita gute Nacht zu sagen. Und in Maditas Bett finden sie zwei kleine Mädchen, die dicht beieinander liegen und schlafen. Fast sehen sie aus wie Engel. Mama und Papa stehen still da und schauen sie an. Sie halten sich an den Händen und Tränen rollen über ihre Wangen. Gott sei Dank, flüstert Mama. Denn ganz gewiss ist es ein großer Unterschied, ob zwei Kinder da sind oder nur eins.